Es begann vor gut einem Jahr, als die Gesundheit zu beweisen war. Warum glaubt man mir nicht, denn ich bin gesund. Stattdessen trage ich nun eine Maske vor Nase und Mund. Bin ohne Symptome, trotzdem brauch ich nen Test. Leute, wir haben hier doch nicht die Pest. Das Schlimme kommt dann mit der Quarantäne. Meine Haare werden zu einer Mähne. Warum muss ich in Einzelhaft? Seht, mein Immunsystem hat viel Kraft. Denn ich bin gesund und sehe nicht ein. Warum sperrt der Staat Gesunde ein? Ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey, Leute, Leute, wir haben keine Pest. Wie ein Mantra redet ihr den Menschen ein. Sie könnten ein Virusüberträger sein. Deshalb sterben viele alte Menschen allein. Denn Besuche dürfen nicht bei ihnen sein. Das Homeoffice ist der große Clou. Hey Politiker, hört mir endlich zu. Ich finde, es ist eure verdammte Pflicht, mir zu beweisen, gesund bist du nicht. Nun macht ihr Wellen und hört nicht mehr auf. Erzählt uns, die Zahl der Infizierten gehen wieder rauf. Ich bin gesund und will es auch bleiben. Sehe, wie sich Lobbyisten die Hände reiben. Ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey Leute, Leute, wir haben keine Pest. Nun ist die Impfung der heilbringende Stern. Menschenversuche, ja die macht ihr gern. Gesunden Menschen redet ihr ein, diese Impfungen müssen sein. Ich glaube, ihr tranke zu viel schlechten Wein. An dieser Stelle könnt ihr mir sicher glauben. Meinen Atem lass ich mir nicht weiter rauben. Denn ich bin gesund und mein Geist ist sehr klar. Die Demokratie ist in großer Gefahr. Ein Test, der nichts bringt, außer mit Zahlen zu spielen. Ängste zu schüren bei sehr vielen, die Wirtschaft zu zerstören, ohne Sinn. Langsam glaube ich, hey, ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey, Leute, Leute, wir haben keine Pest. Ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey, Leute, Leute, wir haben keine Pest.